Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Oder soll ich sagen, heute ist dein Glückstag. Wir haben heute den 26. Juli. Das heißt, nicht heute ist dein Glückstag, sondern an dem Tag, an dem ich dieses Video ausspiele. Weil es im Augenblick unglaublich warm ist und ich es in meinem Studio nicht aushalte, habe ich gedacht, ich nutze meinen freien Tag und drehe dieses Video schon einmal vorab, denn mein Gewinnspiel nähert sich dem Ende und morgen Abend, also Dienstag nach 24 Uhr, ziehe ich den Gewinner meiner Circula Aquasport in der grau-gelben Version. Ich bin jetzt schon super gespannt, wer der Gewinner ist. Ich werde direkt an diese Ansage die Ziehung dann entsprechend anhängen und hoffe sehr, dass sich der Gewinner dann innerhalb von 2 Tagen bei mir meldet. Denn ansonsten geht die Uhr an den nächsten, so wie ich es in meinen Gewinnspielbedingungen festgelegt habe. Ich lasse euch teilhaben an meiner Auslosung. Hierfür verwende ich eine Software, eine Internetseite, die alle Kommentare scannt, doppelte Kommentare rausfiltert, meine eigenen Kommentare rausfiltert und dann entsprechend den Gewinner zieht. Ich werde das mehrfach machen, sodass ich dann eine Übersicht habe, falls sich der Erste, der Zweite oder der Dritte nicht direkt meldet. Ja, jetzt ist es bald soweit. Ihr könnt oben links in der Ecke sehen, wir haben Dienstag, 23.59 Uhr. In einer Minute endet mein Gewinnspiel. Ich gehe jetzt auf die Seite Pick a Winner Co. Das ist die Internetseite, die mir den Gewinner zieht. Dafür brauche ich aber noch den Link zum Video. Wir haben eine Circula verlost. Bin ich auf dem falschen Kanal? Da muss ich noch ganz kurz auf den Watchmaxe-Kanal gehen. Das kann mal passieren. Diese Gewinne, diese Uhrverlosung, da gehen wir jetzt drauf. Kopieren die URL und gehen zurück auf die Seite. Ihr könnt oben links sehen, wir haben 0 Uhr. Hiermit ist das Gewinnspiel offiziell abgelaufen. Ich füge den Link ein, muss ihn noch einmal ganz kurz kürzen auf das reine Video. So, und jetzt hole ich mir die Kommentare. Dabei gibt es einen Filter. Ich schließe, wie ihr sehen könnt, mit Anything Goes alle Kommentare ein. Ich schließe auch Kommentare ein, die als Antwortkommentare auf andere gegeben worden sind, erlaube aber, wie ihr sehen könnt, keine Duplikate. Und jetzt holt er sich nach diesem Filter alle Kommentare. Ihr könnt sehen, es waren 242 Kommentare, 242 Personen, die kommentiert haben. Meine eigenen sind raus, Duplikate sind raus. Und jetzt ziehe ich den Gewinner der Circula, indem ich die Schaltfläche Pick a Winner anklicke. Und auf Platz 1 der Gewinnerliste steht Johnny Yuma, sehr schöne Uhr in knalligen Farben. Herzlichen Glückwunsch, Johnny. Bitte melde dich innerhalb von 2 Tagen bei mir. Ich blende meine E-Mail-Adresse ein. Solltest du dich nicht melden, ziehe ich jetzt den zweiten Gewinner. Ihr könnt sehen, die Kommentare sind um eins runtergegangen, 241. Und jetzt kommt der Platz 2. Sollte sich Johnny nicht melden, geht die Uhr nach den 2 Tagen an DL. Super Aktion, super Kanal. Ich liebe dein Interessengebiet und die Art und Weise, wie du das Hobby angehst.
fernab von dem Luxusgehabe, das manch anderer verfolgt. Vielen Dank für den Kommentar. Das ist der zweite Platz auf meiner Gewinnerliste. Sollte sich DL ebenfalls nicht bei mir melden, ziehe ich noch einen dritten. Das ist Winfried Kortum, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und einen vierten ziehe ich noch, Werner Hoppe, der wäre auf Platz 4. Und noch einen fünften, das ist Aui101. Wunderbar, mit den 5 sollten wir eigentlich ganz gut zurechtkommen. Ich hoffe, dass sich einer von euch wirklich bei mir meldet. Und ich blende jetzt nochmal kurz die gesamte Liste ein, derer, die ich gerade gezogen habe. Was ist das denn hier? Reject all. So. Hier haben wir die Liste. Auf Platz 1 Johnny Humor, auf Platz 2 DL, auf Platz 3 Winfried Kortum, ich spreche es mal so aus, auf Platz 4 Werner Hoppe und auf Platz 5 Aui101. Wie gesagt, die Uhr geht an den Ersten, der Rest ist dann sozusagen in Vertretung, sollte sich der Erste bei mir nicht innerhalb von 2 Tagen melden. Gehen wir mal von Mittwochmorgen aus, oder von Freitagmorgen wären dann die 2 Tage um und dann geht es an den Nächsten. Ich werde das weitere Verfahren auf meinem Community-Tab abbilden als Posts, keine weiteren Videos machen und so bekannt geben, wer dann gegebenenfalls in Vertretung dessen, der sich nicht meldet, die Uhr bekommt. Also verfolgt bitte auch meinen Community-Tab, abonniert, falls noch nicht geschehen, und dann bekommt ihr auch mit, wenn ihr auf einem weiteren hinteren Platz der Liste die Uhr trotzdem bekommt. Ja, das war die Auslosung. Bitte melde dich bei mir. E-Mail-Adresse blende ich dir ein. Und ansonsten gibt es von meiner Seite heute nicht viel Neues mehr. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf das, was auf meinem Kanal in Zukunft kommt. Bis dahin, tschüss, euer Axel.